grüß euch. Ich wollte mit euch heute, ich habe mir jetzt mal den Fuchs ausgesucht von Cats on Apple Tree und meine Stempelhilfen wollte ich zeigen, wie ich das so mache. Und dann wollte ich einen Tag mit euch machen und eben das auch zeigen. Eventuell, bleib liegen, ich, ganze Schreibtisch ist voll, was wir da machen können und so weiter und so fort. Und als allererstes wollte ich zeigen, was heute gekommen ist. Das sind die Stanzen Nummer 1. Die schauen so aus. Das ist mal zumindest eins. Und dann sind endlich die Solarpasten gekommen. In den ganzen Farben, was ich auch schon gepostet habe. Im Shop habe ich sie allerdings noch nicht drin. In Grün ist noch da. Dann dieses Bronze. Dann gibt es das in Gold. Und in Lila. Das ist so changierend. Also in den Farben, wenn ihr das zum Beispiel für Schablonen auch hernehmt, dann schimmert das schön durch. Also die sind jetzt da. Die könnt ihr kaufen bei mir. Die haben wir schon ein paar gesagt. Also kann ich morgen wegschicken. Ich tue die jetzt nur zur Seite, weil die nehme ich jetzt nicht her, weil ich ja was anderes zeigen will. Nur schnell wegstellen, weil mein Schreibtisch nicht unbedingt der größte ist. So. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal schnell meine Brille aufsetzen. Das mit den Stempelhilfen. Motiv mit Fuchs. Dann habe ich mir gedacht, wir könnten vielleicht mal wieder so Washi-Tape, die man aufkleben kann, hernehmen. Finde ich auch ganz witzig mit den Motiven von, mit den kleinen Motiven von Cats. Lege ich mir jetzt mal zur Seite. Dann seht ihr, ich habe ja gestern die Karten gemacht mit der Vase. Nur mal, um das zu zeigen, mit dem Masking Sheet. Könnt ihr auch bei mir kaufen. Ich habe jetzt die eine Karte hier mit dem Dackelchen, was ich auch bei Facebook gepostet hatte. Die andere habe ich irgendwo hingelegt. Die ist hier, wartet. Nur, dass ihr sie mal seht. Das ist die mit dem Krokodil. Da habe ich sozusagen mir von dem Masking nur das Außenrum hingeklebt, verblendet und mir dann das Krokodil reingeklebt. Also das sind die zwei Karten von gestern von Facebook. Tue ich wieder weg. Und dann hatte ich mir mit meinen Stanzen diese Briefmarken ausgestanzt. Das sind die von Crea. Die sind ganz witzig. Die habe ich mir zusammengelegt und dann ausgestanzt. Eventuell komme ich da noch dazu, weiß ich noch nicht. Weil da wurde auch gefragt, wie man das macht mit dem Anlegen dann. Und was ich mit dem Fuchs jetzt zusammen machen will, ist nochmal das Outline-Stempelkissen. Es gibt ja zwei, die ich habe. Manche sind das andere von Lawnfawn nicht gewohnt. Das ist ein Riesenunterschied zu, ich tue jetzt das schnell weglegen. Blub, blub. Und schon fliegt mir alles wieder entgegen. So, das ist ein Riesenunterschied zu den Outline-Stempelkissen von Couture. Das kann man, das Stempelkissen kann man vergleichen. Ich tutsche jetzt da rein. Ungefähr mit den Stempelkissen von VersaFine. Das ist ungefähr dasselbe. Das ist auch dieses Frotti-Stempelkissen. Und was halt bei Lawnfawn ist, ich habe mein Stempelkissen jetzt bestimmt schon 2 Jahre, das ist sehr saftig und das geht richtig schön runter. Und die Leute, die nicht gewohnt sind, damit zu stempeln, die kriegen da Flecken. Mal schauen, wo ich meine anderen Stempel habe, weil ich wollte das schnell zeigen. Also ich nehme jetzt als Beispiel den Wolfair von Lavinia. Nehmen da runter. Nehme ich mir meine Stempel, meinen Acrylblock. Dumm, die dumm, da dumm. So. Klebe ich mir da drauf. Ganz normal. Und dann
nehme ich mein Stempelkissen und gehe da ganz leicht drüber. Seht ihr? Und schon wird es glänzig. Könnt ihr so drüber gehen. Und die anderen, die diverse Stempelkissen eben gewohnt sind, die gehen ja normalerweise dann auch so drauf. Und da kriegst du deine Batzen. Und wenn ich das jetzt stempel, kann man vielleicht so sehen, ist es so leicht beige. Und das jetzt andrücken. Und ich habe da eben, ich habe jetzt ganz normales Kopierpapier. Ich habe eben, wenn ich so mache, wie gerade gezeigt, keine Flecken und nichts drauf. Also ihr müsst es halt im Endeffekt durch das, dass es halt ziemlich saftig ist, von oben her nehmen. Sonst läuft euch die Farbe dann raus. Das ist nun mal so, aber ich finde es halt nicht schlecht. Und ich finde es auch schön, dass ich das Stempelkissen nicht die ganze Zeit nachfüllen muss. So, wo habe ich meinen Chamois? Oder das sonst so liegen, aber nicht hier. Also ein normales Feuchttuch schon nehmen. Kommt davon, wenn man auf zwei Plätzen rumeiert und nicht nur auf einem. Nehmen wir ein Feuchttuch. Guck, Stempelblock. Machen wir schnell sauber. Also das wäre jetzt Lawn Fawn. Und das verkaufe ich im Endeffekt eigentlich auch schon seit Jahren. Nehmen die Leute auch gern. Und das von Couture Creations, das gibt es noch nicht so lange. Tue ich mir jetzt schnell hier das Nasse da drauf stempeln. Könnt ihr mit dem Grauen drüber gehen. Ich habe auch das Rosa da. Ich gehe da auch genauso drüber wie mit dem Lawn Fawn. Ich finde, wenn man den Stempel da rein ditcht, hat man immer mehr wie auf das andere. Tun wir gleich daneben. Da habt ihr das Graue. Gleich sauber. Dazu machen. Würde jetzt so in Grau aus. Also da habe ich ein Chamois hingelegt. So, würde jetzt so in Grau ausschauen. Wobei ich fast sagen muss, das Beige sieht man besser. Sehe ich jetzt besser. Und dann haben wir noch, Moment, den habe ich nicht mitgenommen, in Pink. Dass ihr auch das Pinke seht. Das schaut dann auch so aus. So schaut es innen drin aus. Dann habe ich nochmal meinen Wolf, den habe ich ja gerade sauber gemacht. Gehe ich mit dem Pinken wieder so ganz leicht drüber. Ich stempel mir es in Pink. Und das ist halt ganz hell. Müsste da vielleicht ein bisschen mehr. Ich würde es nochmal drüber machen. Das ist jetzt das Pink. Das Grau und das Beige von Lawn Fawn. Damit wir mal alle drei gezeigt haben, die wir auch da haben. Deckelchen, guck, guck. Und ihr die mal gesehen habt, tun mal weglegen schnell. Wohin? Ich baue an. Ich frage, ob ich beim Nachbarn mit einziehen darf. Ich habe für meine Bastelsachen zu wenig Platz. So, und jetzt drehe ich das Blatt um. Blatt. Und dann nehme ich mir den Stempel schnell runter, damit man nicht verlieren. Weil ihr wisst ja, ich habe meinen Welpen auch da. Und der liebste Gummistempel. Hat er mal schon zwei oder drei geklaut. Deswegen tue ich die immer gleich aufräumen. So. Schwuppdiwupp und weg.
So. Und zwar dachte ich mir, ich zeige jetzt mal ganz kurz das mit dem Wägelchen. Jetzt muss ich nur schauen. Könnten wir uns, also jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt keine Karte und nichts, sondern ich will es einfach nur zeigen. Machen wir uns ein Wägelchen, damit wir wissen, wohin wir ungefähr den Wagen stempeln wollen. Ein bisschen runter. Da hätten wir jetzt hier den Weg. Lege ich mir dann hin und dann nehme ich mir einen ganz stinknormalen Acrylblock und dann habe ich hier meinen rechten Winkel. Das bedeutet, ich kann mir jetzt hier meinen Stempel nehmen dann. Also hier habt ihr euren rechten Winkel, ihr könnt auch das andere nehmen. Ihr könnt auch Folie nehmen. Ich mache es jetzt hier mit dem Stempelblock. Lege ich mir jetzt so hin. Und dann habe ich ja hier meinen Holzstempel. Nehme ich ganz normales Stempelkissen her. Ihr könntet zum Beispiel jetzt als Beispiel auch, wenn ihr sagt, rechten Winkel, den habt ihr nicht oder den habt ihr bei mir noch nicht gekauft, könnt ihr irgendeinen Holzblock hernehmen und den dann im rechten Winkel hinlegen. Lineal. Ich nehme jetzt stinknormales Lineal. Könntet ihr jetzt anlegen, dass das passt. Müsst ihr halt dann im Endeffekt alles dann hinziehen an die Stelle, wo ihr es haben möchtet. Und da finde ich halt den rechten Winkel ganz praktisch. Weil da braucht ihr nicht lang rummachen. Das wieder weg. So, stempel mal. Ich nehme den Wagen, gehe ich in mein Stempelkissen. Stempel mir den jetzt nicht ganz so schön, weil ich weiß ja, was ich stempeln will. Nehme mir hier mein Rechteck und mein Acrylblock. Nehme meinen Stempel, gehe genau da oben in das Eck, dass das dann bündig ist. Stempel mir das jetzt einmal auf. Und dann nehme ich mir hier meinen Acrylblock und dann sage ich mir, okay, das Wägelchen, das möchte ich ungefähr hier haben. Dann nehme ich mir nochmal die Farbe. Dass der Abdruck dann auch schön wird. Leg mir dann daneben meinen Stempel hin. Tu mir wieder hier meinen Acrylblock hin und mein Rechteck. Halt mein Rechteck fest, zieh das raus und nehme hier meinen Holzstempel, drück mir den fest und schon passt. Und schon habt ihr euren ersten Abdruck. Ist jetzt nicht ganz so optimal, weil ich nicht von oben geschaut habe, aber ich wollte eigentlich die Funktion jetzt zeigen, wie man das anlegt und wie man dann stempeln kann. Und dasselbe, mache jetzt meinen Block nur schnell sauber. Und hier auch den Acrylblock, also ihr könnt das mit Wasser, schwuppdiwupp, ist es wieder entfernt. Dann könnt ihr ein trockenes Tuch nehmen, das habe ich hinter mir, abtrocknen und schon habt ihr wieder euer Acrylblock im Einsatz. Jetzt muss ich schnell aufstehen, nehmen wir doch glatt irgendein Osterei, was wir hier auch drin haben. Nehmen wir ein großes, seht ihr besser. Mache ich jetzt die schwarz zu, stempel meine andere Farbe, ob die hier liegen. Grün-Gelb. Wo ist meine Türkis? Flutsch. Sorry. Wir können auch Rot nehmen. Heute fliegt alles. Da ist meine Türkis. Alles gut, Belly? Muss ich mal ein bisschen nach meinem Kind schauen. So, und jetzt geht ihr genauso vor. Stempelt euch das mit der Farbe. Wieder bündig. Du da wieder bündig hinlegen, möglichst gerade. Gehe ich wieder drauf, gehe wieder zur Kante und stempel mir das genau auf die Kante. Nehme ich wieder mein Stempelchen. Würde ich mir jetzt so hinstempeln. Ihr könnt jetzt natürlich auch drehen, wie ihr wollt. Dann seht ihr, okay, hier ungefähr ist bündig.
Wenn man jetzt genau drüber schaut, mache ich aber nicht. Lasse das so liegen. Nehme ich jetzt wieder Farbe. Teste ich immer auf Papier, ob er schön stempelt. Ich habe natürlich glattes Kopierpapier. Stempelt schön. Mache mir meinen Stempel wieder. Halte mein Rechteck fest. Gehe da wieder in die Ecke. Stempel mir den hin. Und schon habt ihr euer Osterei da drin. Und dasselbe könnt ihr jetzt mit den Tieren machen oder mit dem, was ihr wollt. Also ist im Endeffekt jedem überlassen. Was habe ich hier noch liegen? Ein Mäuslein. Könnt ihr die Maus noch nehmen? Jupidu. Machen wir wieder in schwarz, dass man es nochmal sieht. Nehme ich wieder meinen Stempelblock, aber natürlich erst sauber machen. Wo habe ich jetzt mein Papier hin? Kuckuck! Nehmen wir frisches. An der Seite sauber. So, würde ich jetzt für das Mäuslein wieder die schwarzen nehmen. Wieder rumkruschen. Ja, da. Aufpassen, dass keine Fussel drin sind. Tue ich mir das Mäuslein wieder. Und möglichst da in die Ecke wieder rein. Habt ihr eure Maus? Dann sagt ihr, die könnten wir jetzt hier hinsetzen ungefähr. Da steht sie schön am Weg. Nehme ich das wieder weg, mache ich mein Mäuslein nochmal schwarz. Ups, jetzt habe ich es verschoben. Sowas kann auch passieren. Tue ich mir wieder den Acrylblock, habe ich ja den Abdruck noch drauf. Lege ich mir den Acrylblock wieder hin. Tue ich mir nochmal weg. Gehe da genau wieder in die Ecke. Drückt mir einen Stempel an und schon habt ihr eure Maus. Durch das Verschieben habe ich jetzt einen Millimeter weiter oben, ist aber nicht so schlimm. Mir ging es jetzt darum, dass man sieht, wie man das mit dem Anlegen machen kann. Ihr könntet jetzt auch die kleinen Mäuse nehmen und da irgendwelche Kuchen oder sonst was denen in die Hand tun. Auf jeden Fall ist das Prinzip mit dem Rechteck und mit dem Stempelblock. So, Deckelchen zu. Und dann habe ich mir eben Mäuslein weg, das überlegt gehabt, nehmen wir das weg. Jetzt muss ich mir nur überlegen, welches Papier. Ich nehme jetzt den Multimedia, Mixed Media, ich sage mal Multimedia, Mixed Media von Lavinia. Und zwar wurde auch gefragt, wie kann ich jetzt zum Beispiel einen Kreis stempeln. Sekunde, suche ich mir kurz mein Masking, weil ich habe mir natürlich einen Kreis ausgestanzt auf Masking Sheets, die ihr auch bei mir kaufen könnt. Und dann, Lucky, das ist Papier, das kannst du nicht fressen. Klebe ich mir jetzt hier ungefähr mittig den Kreis hin, den könnt ihr danach ja wieder abziehen, weil der hinterlässt ja keine Ränder. Und dann suche ich mir schnell meinen Stempel. Habe ich mir gedacht, könnte man jetzt zum Beispiel hier diesen Blumenstempel nehmen. Nehme ich jetzt ein Schwarz, damit man es besser sieht. Und dann könnt ihr an dem Kreis in Anführungsstrichen entlang gehen. Dann nehme ich jetzt keine Stempelhilfe. Würde ich jetzt hier so leicht entlang gehen, habt ihr hier, und das würde ich rundherum machen, einmal so, dann gehen wir dahin, gehen wir da unten entlang,
Und da dann wieder rüber. Gehe ich da wieder so ein bisschen entlang. Und dann habt ihr hier noch das Ende, das würde ich jetzt noch mal hinstempeln. Ja, habt ihr die Blumen rundherum. So. Mach mal kurz sauber. Wo ist jetzt mein Feuchttuch? Also heute ist versteckt mich. Alles fällt runter und alles ist verschwunden. Könnt ihr da zum Beispiel in die Mitte dann auch ein schönes Tierchen reintun oder was euch gefällt. Jetzt suche ich mir hier den Ansatz von meinem Masking, wo ich am besten hinkomme. Ziehe mir das ab und dann habt ihr euren. Ist zwar jetzt nicht schön gestempelt, ich wollte eigentlich nur das Prinzip zeigen, wie das so geht mit einem Kranz. Da habt ihr euren Kranz und dann könnt ihr in die Mitte noch was reinstempeln. Das war das, was ich zeigen wollte. Und dann könntet ihr, bin auch gefragt worden heute, wie kriege ich so einen Stempel jetzt in zwei Farben oder drei Farben. Ich habe jetzt zwei Farben hier. Dann nehme ich entweder Fingerdauber oder hier jetzt nehme ich so kleine Schwämmchen. Hole ich mir jetzt schnell raus. Da gibt es die sind für die Pan-Pastels, die nehme ich aber auch ganz gern hier für meine Stempel her. Da gehört so ein langer Stiel dazu, den habe ich jetzt nicht hergeholt, nur kurz zeigen wollte. Mal die Karte weg. Und da haben wir ja Blümchen, also gehe ich in meine Stempelfarbe und gehe da auf die Blümchen. Dass man was sieht. Da habe ich noch. Da bin ich ans Eck gekommen, das ist nichts. Dann noch ein bisschen drüber. Auch schön wird. Da habe ich noch eine Blüte. Da hätte ich noch eine Blüte. Hinten waren ja noch. Nachdem ich jetzt den Garten nass gemacht habe, gehe ich da noch mal drüber. Nur, dass man sieht. So, und dann würde ich, mache es jetzt nur ganz leicht, dann würde ich jetzt grün nehmen für die Stängel. Einfach in die grün gehen. Kann man sehen, hoffe ich. Geh da hier. Ein bisschen da drüber. Da auf der anderen Seite. Da auch wieder. Und dann könnt ihr den stempeln. Gehe ich jetzt einfach auf unseren Kreis und mache das da unten drunter. Dann habt ihr einen zweifarbigen Abdruck. Könnt ihr auch drei Farben oder vier Farben machen, wie ihr immer wollt. Aber da war heute bei mir im Forum die Frage, deswegen wollte ich es kurz zeigen. Also das könnt ihr machen, oder ihr nehmt die Water Pencils, könnt ihr auch dann mit einfärben. Also ihr könnt eigentlich alles nehmen und damit abstempeln. Stempel wieder sauber, nachher mit Chemie, den ich da hingeschmissen habe. Okay, also so kriegt man ungefähr einen Kreis, der ist jetzt nicht schön gemacht, und so könnt ihr zweierlei farbig oder dreierlei farbig stempeln. Das war so mein Ding. Oder aber ich drehe jetzt das, ich tue das jetzt weg. Wir haben ja gesagt, wir machen unseren Fuchs. Da würde ich jetzt, weil ich es hier schnell sortieren, alles hingelegt habe,
würde ich jetzt mein Tag nehmen. Und ich habe auch noch ein kleines. Und zwar dachte ich mir, man könnte ja aus dem kleinen, fangen wir mit dem kleinen an und dann mit dem Wolf. Jeder von euch hat zu Hause so klebende Washi-Tapes, so wie wir. Hat ja jeder irgendwo rumliegen. Wir haben jetzt die eigentlich schon seit über einem Jahr fast nie benutzt. Und die könnt ihr lösen, indem da ist hinten dran so eine Folie. Die müsst ihr abböbbeln. Könnt ihr dann lösen, so wie ich jetzt. Und dann könnt ihr euch aussuchen, auf dem Tag jetzt als Beispiel, wo ihr das hinsetzen wollt. Ich tue es jetzt hier hin. Oder feststreichen. Ich nehme ganz gern den Finger. Und schneiden wir uns die Ecken weg. Andersrum. Schwuppdiwupp. Auf der anderen Seite. Mal von der Schere runter. Würde das jetzt so ausschauen, wenn ich es dann umdrehe. Sekunde. Würde jetzt der Schuh mit den Blumen. Und dann könntet ihr jetzt diese, wartet, Bienchen, die ich zurzeit so gern hernehme, mit einfügen. Würde ich jetzt da ein, zwei rumfliegen lassen. Fange ich wieder mit der Seite an. Schwuppdiwupp. Da oben noch eine hin. Und die andere nehmen wir auch. Die kommt dann von der anderen Seite. Einmal nach oben. Kurz sauber. Noch wieder weg. Ich habe die alle hier am Computer stehen, darum muss ich immer aufstehen, wenn ich sie nicht gerade in der Gegend rumschmeiße. Dann könntet ihr noch außenrum so ein bisschen das in Gelb machen oder in anderen Farbe. Ich würde jetzt mir hier so ein Klecks hin machen, in Gelb. Wieder aufstehen. Schnell suchen, wo ich meine Gelb hin habe. Das Gelb passt ganz gut, wartet. Rot, Orange, Rot. Belli, du hast meine Gelb. Gib's zu. Habe ich gestern gehabt. Wo habe ich die hingeschurdelt? Da. Nehme ich von Lavinia die Stempel, weil die sind ja auch, wie ihr wisst, wasserlöslich. Das schnell weg. Stört nur. Tue ich mir hier an die Seite ganz kurz so ein bisschen Gelb. Und dann tue ich da Wasser drauf. Bin da ganz pragmatisch. Und dann ditche ich das. Das kann man wieder nicht sehen. Bin zu weit aus dem Bild in der Kamera. So, dann ditche ich das einfach hier so hinein. Oben vielleicht noch ein bisschen an der Seite. Machen wir das weg. Ich da von meinem Aufkleber. Und dann könnt ihr mit einem nassen Tuch so drei reingehen auf den Tag. Und da könnt ihr so ein bisschen Muster machen. Geht einfach drauf. Würde jetzt dann so ausschauen. Nehmen wir einen Föhn.
Und damit das dann auch von der Seite etwas schöner ausschaut, würde ich jetzt zum Beispiel mit Rot noch leicht drüber gehen. Wartet, nicht mit Konfetti, mal zu Rot, sondern mit dem richtigen Rot. Weil das Konfetti von Lavinia, das ist so mehr Pink. So, nehmen wir das rote Stempelkissen und tue das ein bisschen runter. Nehme ich mir die dünne Brush von Lavinia und gehe da in mein rotes Stempelkissen und gehe da einfach am Rand entlang und mache mir hier so einen Rand. Ein bisschen reingehen. Wieder rein ins Stempelkissen. Auf die andere Seite. An den Ecken ein bisschen dunkler. Runter bis zu dem Stempel, bis zu dem Tape. Da würde ich auch so ein bisschen reingehen. Ein bisschen runter. Und dann habt ihr in Anführungsstrichen schon mal euren Hintergrund. Würde, wenn ich ihn jetzt gerade nicht weiter behandle, so ausschauen. Summ, summ, summ. Ich mache aber da jetzt gern Wasser drüber. Also gehe ungefähr 30 cm über die Karte und sprühe da so ein bisschen Wasser drüber. Und schon habe ich meinen Effekt. Tue ich ein Papier nehmen, das abtupfen. Und dann habt ihr, ich hoffe, dass man sehen kann, so einen Hintergrund. Und unten könnt ihr dann noch einen schönen Spruch hinstempeln. So, würde jetzt mit ganz wenig so ausschauen. Könnt ihr schön auch herschenken, wie ihr wollt. Finde ich ganz witzig, auch mit den Stempeln von Lavinia. Lavinia sage ich schon, mit den Stempelkissen von Lavinia und mit den Stempeln von Cats. Da habe ich mir gedacht, wir könnten ja noch einen anderen Tag machen. Und zwar, ich tue jetzt das Rot weg mit dem Fuchs. Da habe ich mir gedacht, man könnte ja den Fuchs irgendwie so ein bisschen in eine Landschaft reinstellen. Wartet, schauen, wo das aufgeht. Jetzt keine Lust habe zum Friemeln, habe ich mir sozusagen passend, weil das ja nur ein kleiner Tag ist, so eine Sonne oder Mond, je nachdem wie ihr wollt, gemacht. Und jetzt muss ich suchen. Und zwar wollte ich die Bücher von Lavinia nehmen. Die habe ich mir jetzt vergessen rauszusuchen. So kann es kommen. Jetzt müsst ihr 2 Minuten warten. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich die hin habe. Ich habe die schon so lange nicht mehr benutzt. Dumm, dumm, dumm. Das sind die Schneeflocken. Jetzt geht's los. Genau das. Nein, nein, nein. Weil ich habe eine Schublade, wo ich die Lavinia-Stempel alle drin habe, in 3 Stück. Und das kommt davon, wenn man sich die Sachen nicht sucht vorher. Weil ich finde die Bücher zwar schön, die es von Cat gibt, Cats on Apple Tree, aber ich finde die Bücher von Lavinia besser, weil die sind größer. Und die Bücher von Cats und Apple Trees, die habe ich ja auch hier. Ich muss jetzt schauen, wo ich die hin habe. Auf jeden Fall sind die kleiner. Die habe ich ja gestern hergenommen. Ah, die habe ich ja für den Drachen hergenommen. Sind zwar auch lustig,
sind die drei Bücher. Aber ich finde jetzt die Bücher von Lavinia passender. So, dann stempeln wir uns die Bücher hin. Die Folie an die Seite, wie gesagt. Holen uns unseren Acrylblock. Nehmen wir wieder die schwarz. Weil ich würde die so von der Seite hereinlaufen lassen. Wegen dem Fuchs. Wenn ich jetzt so ein bisschen schräg dahin schnippe. Habt ihr die Lavinia-Bücher drauf? Ah, ich würde fast ein frisches Tuch nehmen, weil das gelb ist. Sekunde. Machen wir wieder sauber. Können wir auch aufräumen. Stempelkissen machen wir schnell zu. Das nur wieder aufräumen wegen Hunden. Bei dir alles gut? Muss Betty schnell anders hinsetzen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Bin 2 Sekunden wieder da, die sitzt nämlich direkt neben mir. So, gerade hinsetzen, mein Schatz. Langsam. Bequemer sitzt. Okay. Das haben wir. Noch einen Schluck trinken, kriegst du. Langsam. Okay. So. Sitzt du besser? Okay. Mach mal. Bin wieder da, nur Isabel schnell geschaut, weil die einen Computer und alles auf dem Schoß hat. Und dann ist es immer etwas umständlich. Und jetzt machen wir den Fuchs. Und zwar dachte ich mir, wir nehmen unsere Outline-Farbe und stempeln uns den auf. Ich gehe jetzt so rein. Ich hätte den jetzt selber koloriert. So. Nehme jetzt keinen Anleger. Und dann schau, dass ich den hinkriege. Ohne Anleger. Wartet. Wo ist jetzt mein Papier? Habe ich wieder weggeschurdelt. Ich nehme nämlich auch hin und wieder. Ja, Papier habe ich nicht mehr da. Ich wäre alt. Ich nehme nämlich ganz gern dann auch mal, wenn es schnell ist oder wenn ich nicht so viel Zeit habe, die Kante. Und dann nehme ich meinen Fuchs. Schau, wo die Pfoten sind von unten. Und stempel mir den hin. Und jetzt habt ihr hier das Füchslein. Und dann würde ich meine Aquarellfarben holen. Und das Schwarze schnell da unten raus, damit wir uns nicht voll schmieren. Dann nehme ich den Kasten schnell her. Würde ich so braun-orange machen, das Füchslein. Hole ich mir raus, weil und dann macht es klatteradatsch und alles fliegt runter. So, haben wir uns unsere Farben geholt. Brauchen wir noch unseren Pinsel, den habe ich hier.
sprühe ich mir hier ein bisschen Wasser hin. Das ist noch gelb, müssen wir wegmachen. Ich kann auch einen Acrylblock nehmen, schaut, das war noch gelb. Nehme ich einen Acrylblock, ist mir jetzt lieber, weil ich mache meinen Tisch immer ganz sauber danach. Kann ich ja jetzt nicht aufpassen, dass das Video nicht wieder abbricht. Weil zurzeit spinnt mein Laptop ohne Ende. So, machen wir da Wasser drauf, ist sinniger. So, und dann würde ich jetzt den Fuchs, so schaut er aus, nachzeichnen. Dann habe ich hier das Ohr, da geht seine Schnauze raus, dann gehe ich da runter mit seiner Pfote, und hier entlang. Sein Pfötchen hier an der Seite. Da habe ich das, die Augen. Hat der an der Schnauze noch was davon? Knubbel habe ich jetzt gegen das Licht nämlich nicht gesehen. Ist immer so blöd. Gehen wir hier so ein bisschen runter. Da geht sein Fell so runter. Wieder zur Pfote. Hier habe ich seine, haben wir das Braun. Und da haben wir seinen Schwanz. Das war weiß. Würde ich jetzt hier nachzeichnen. Mit der Farbe. Hier so leicht. Da oben gehen ja die Ohren runter. Und dann haben wir den Schweif. So. Jetzt hatte ich gerade meinen Pinsel. Schauen wir mal, ob der... Nee. Okay. Fangen wir mit dem Braun an. Nehme ich immer ganz gern auch vom Stift schon mal die Farbe weg. Und das mischen wir dann mit dem Orange. Hier ging es ja so ein bisschen runter. Entschuldigung, wenn ich ruhiger bin. Und hier an der Seite noch. Hier hatte die Pfote. Den weißen Bauch. Schweif hinten lasse ich weiß. Hier nochmal die Pfoten. Nehmen wir das dunklere Orange. Pinsel sauber. Nicht wieder zweierlei Farben haben. Dann gehe ich mit dem Orange noch drüber. Ein bisschen in die Pfoten rein. Hier.
oben so ein bisschen. Und an der Seite da. Das Ganze vermischen wir jetzt mit dem Hellen. Wenn es denn will. Ihr hört im Hintergrund Isabel, also wir sind noch erkältet ein bisschen. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen rüber. Hier nochmal so ein bisschen rein. So. Habt ihr euer Füchslein? Eure Bücher. Die Farben tue ich jetzt weg. Ich würde jetzt die Bücher so ein bisschen in Rot und Blau machen. Ich finde, das passt ganz gut. Ich tue mir erst die Stifte weg. So ganz leicht. Warum mag das jetzt hier nicht? Mein Stuhl mag mich nicht. So. Und wie gesagt, ein bisschen Blau. Noch auch wieder vermuschelt mit Wasser. Blau. Hier noch. Kann man sogar noch ein bisschen dunkler machen. Hättet ihr jetzt den Fuchs und jetzt bräuchten wir natürlich noch einen Hintergrund und da würde ich jetzt verblenden, wie immer. Was habe ich denn da für einen Dreck drauf? Irgendeine Farbe macht ja jetzt nichts. So, dann würde ich die Gelb nehmen. Mal schauen, die Blau brauche ich natürlich meine Pinsel. Und die Gelb. So. Fange ich mit der sogenannten Sonne an.
Nehmen wir die Brush. Ja, hier weg. Tue ich ein bisschen weg. Dann geht er um meinen Mond herum. Und dann würde ich das so ganz leicht mischen, damit wir so ein bisschen Abendstimmung kriegen. Mal schauen. Das war das Salt Water. Da würde ich jetzt so ein bisschen außen rum gehen. Oben noch mal ein bisschen, das mit dem Gelb so an der Seite ein bisschen mischen. Deckelchen. Dann nehmen wir Blau, das hellere Blau. Das Peacock nehme ich da immer ganz gern. Jetzt muss ich nur schauen, ob da noch das Dunkle drauf ist. Natürlich. Okay. Farbe wieder runter tun. Da gehe ich jetzt da von der Seite rein. Und von der anderen. Und nach oben. Entlang. Würde das jetzt bis jetzt so ausschauen. Und ich würde jetzt den Rand in dunkel machen. Jetzt schnell die Bürsten weg, ein bisschen Platz wieder habe. Und in dunkel würde ich das Versa nehmen. Pinsel schnell sauber. Nicht Pinselbrush. Das ist nämlich richtig satt und dunkel. Dann gehen wir jetzt hier am Rand entlang. Bis runter. Auf der anderen Seite das gleiche. Hier dann auch. Da würde ich aber jetzt hier dieses Pink und Gelb lassen und zwar von unten her hochgehen und so ganz leicht rein, aber nicht weit. Und von der anderen Seite auch so ganz leicht. Schnell weg. Und dann könntet ihr ja noch, muss ich schnell schauen, den schwarzen Feinliner nehmen, weil der Fuchs braucht ja zum Beispiel auch noch Augen. Ich nehme immer ganz gern die Eddings, mache ihm zwei Augen rein und dann würde ich noch diese weißen Sprenkel machen, die ich ja immer mache. Okay. So ganz dezent. Die Seite so ein bisschen runter.
bisschen noch ins Gelbe. Da rüber. Da unten noch. So. Hättet ihr jetzt ein Tag, müssen wir nur noch da oben das abziehen. Wenn es dann runter geht, der Fingernagel da hinkommt. Dann habt ihr so einen kleinen Tag. Tag, 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 Tackle, Tag. Haben wir den Tag gemacht als Beispiel. Und den anderen. Und gezeigt, wie man anlegt und stempelt. Bei Fragen könnt ihr gerne unten bei mir im Video in die Kommentare was reinschreiben oder bei Facebook. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis demnächst. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen.